Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir liegen hier direkt vor einem, vor einer Evergreen Island. Da hinten trottet, glaube ich, ein Bär. Wir werden es rausfinden, denn diese Insel habe ich noch nicht erkundet, sondern da steht diesmal an. Ich bin über Nacht ein bisschen hier übers Floß gelaufen, habe die Wiese von Hand gegossen. Mir fehlt nämlich ein einziges Plastik, um eine neue Batterie machen zu können für den Sprinkler. Das ist bitter. Und ich habe ein bisschen Eisen eingeschmolzen, weil das ja auch immer wieder passieren muss und ein bisschen langweilig zum Zugucken ist. Deswegen habe ich das nebenher gemacht. Was ich für die Insel brauche, ist auf jeden Fall eine neue Axt. Dafür fehlt mir ein Bolzen und Holz. Das habe ich aber beides. Halt. Ich brauche nur einen. Und Holz habe ich hier auch noch. Und eigentlich war ich tatsächlich dabei, das Floß umzubauen. Ich glaube, ich werde den Tag aber erstmal für die Insel nutzen. Allerdings brauche ich erstmal die Axt. Dann muss ich, glaube ich, noch mal kurz nach meinem Essen gucken. Ich werde hier mal meine Schere wegpacken, die Nägel wieder in die Kiste tun. Halt. Eisen kann da auch gleich mit rein. Das wertvolle Plastik kommt wieder hier mit dazu. So, das wollte ich hier noch mit reinpacken. Hier ein paar Eisenbarren, die ich fertig habe. Genau, Essen. Muss ich mal kurz gucken, was da fertig ist. Lecker Fischeintopf mit alten Makrelen. Mmh, yum. Ah, wir probieren gleich mal einen. Wenn uns schlecht wird, dann sind wir wenigstens noch zu Hause. Was ich auch noch schnell tun möchte, ist dieses Vogelnest wieder loswerden. Das habe ich eingesammelt, als ich beim letzten Mal mein Floß ein bisschen entrümpelt habe. Und das werde ich mal hier oben platzieren. Wahrscheinlich nicht der endgültige Standort, aber hier, das weiß ich auch noch nicht genau. Könnte ich vielleicht mal hier zwischenparken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das obere Stockwerk einrichte. Ich weiß aber, ich muss gießen. Und außerdem ist schon wieder die Möwe hier zugange. Was ist denn? Hey! Jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei. Haust du ab? Ich habe hier schon zwischendurch mal Sachen eingesammelt. Sie hat aber tatsächlich... Wieso geht das plötzlich nicht mehr? Zwischendurch schon mal ein paar Sachen geklaut. Also das mit dem von Hand gießen ist natürlich eine Katastrophe. Ich bin sicher, die Tiere werden bald Hunger leiden. Ich sollte mich also beeilen und dass die Möwe oben ist, das ignoriere ich jetzt mal einfach. Was soll's. Gut, ich habe einen Speer. Die nervt mich doch. Das ist, es fehlt hier schon wieder was. Aber der Honig ist fertig. Okay, ich komme hin. Ich komme nicht weg. Ich schaff's nicht vom Floß. Ja, das mit dem Sprinkler beunruhigt mich tatsächlich ein bisschen. Und dann habe ich hier noch sowas Nutzloses in der Hand. Hier. Die kann doch auch mal direkt hier oben hin. Noch steht da ja nichts. Aber mit mir rumtragen muss ich die auch nicht. Und was ich auch noch habe hier, die Antenne, die brauche ich natürlich wieder, sobald ich navigieren will. Die stand ursprünglich hier. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich sie hier hinstelle. Ja, das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Dann bin ich so die wichtigsten Sachen erstmal los. Pack mir den Fischeintopf nochmal in die Hand. Ich habe viel zu viel zu essen dabei. Also so viele Gerichte müssen es tatsächlich nicht sein. Und hier ist aber kein Platz. Pack ich das mal hier mit rein und den Honig hier rüber, weil das ist eher was, was ich für die Biodieselproduktion brauche. Gut, also für den Bären ist eher der Speer gefragt. Ich hoffe, es reicht mir einer, aber ich sollte noch was zu trinken mitnehmen. Spielesound weg. Meeresrauschen zumindest. Gut, Speer in die Hand. Oh, ich brauche noch einen zweiten. Habe ich denn noch einen? Ja, hier ist doch noch einer. So, die Machete packe ich hier unten hin. Und halt, den Metalldetektor. Der muss natürlich auch mit.
Hierhin vielleicht. Und die Haken packe ich mal alle hierhin. Hammer kommt hier mit rein. Gut. Jetzt schnell los, bevor die Tiere schon wieder drauf warten. Okay, meine erste Evergreen-Insel in diesem Let's Play. Irgendwie habe ich es geschafft, an denen immer vorbeizulaufen. Oh. Geschafft. Das lief ja relativ reibungslos. Ich bin unverletzt. Wow, mal gucken, ob es noch mehr Feinde hier gibt. Ich gehe hier links rum. Nee, ich gehe hier rechts rum. Ich gucke mir mal so die Ränder an. Vieles hier nicht, habe ich den Eindruck. Ich sollte mal gucken, ob es hier Bäume gibt, die ich fällen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Birken aussehen, die man mitnehmen kann. Ich bin auf Baumsamen aus. Damit ich ein bisschen andere Bäume auch anpflanzen kann auf meinem Floß. Der da hinten, das könnte so einer sein. Ich weiß es nicht. Nee, auch nicht. Okay, hier ist nicht so viel zu holen. Die andere Seite ist, glaube ich, doch besser. Dann gehe ich eben doch links rum. Mal gucken. Ist ein bisschen kahl. Oder hier. Sieht auch gut aus. Das ist doch einer. Hier, das sieht doch gut aus. Das scheint mir einer von den kleinen, keine Birke natürlich. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, da ist jetzt nichts rausgefallen. Schade. Andere sind alle groß. Gehe ich immer weiter. Wie sieht es mit dir aus? Auch nicht. Du? Nee. Oh, eine Ziege. Hallo. Ich weiß, ich kann momentan keine neuen Tiere aufnehmen. Ich muss erstmal gucken, dass ich die ernährt kriege, die ich schon habe. Und da, oh nein, ich habe meinen Kescher vergessen. Mal gucken, da hinten steht... Oh, das ist ja schön. Da hinten steht auf jeden Fall noch was. Hier ist unter Wasser nicht viel zu holen, aber ich muss mal zurück und meinen Kescher holen. Es gibt Bienen. Klar, Bärenbienen, da hätte ich eigentlich auch von selber drauf kommen können, dass es hier Bienen gibt. Oh, treibt mein Floß ab? Was mir natürlich auch noch fehlt. Oder was cool wäre, Irks. Wenn hier irgendwo ein einzelnes Stück Plastik rumliegen würde, damit ich die letzte Batterie machen kann. Ah, wo habe ich den Kescher hin? Hier. Und wo ich schon mal dabei bin, noch schnell Blumen gießen. Hier ist alles gegossen. Wieso ist das hier gegossen? Komisch, ich kann hier dieses Stück Gras nicht gießen. Und ich kann auch das Ei nicht... Doch, das Ei kann ich aufnehmen. Hier ist gegossen, hier ist nicht gegossen. Hm, gut, aber hier. Nein, dann ist vielleicht auch einfach noch nicht so trocken. Gut, dann lassen wir den Bären gleich mal da... Den brauche ich nämlich nicht. Halt hier. Schaufel fällt mir ein, habe ich auch dabei. Ist gut. Okay. Dann nochmal los. Und was ich, glaube ich, auch gleich mal machen könnte. Ich könnte mal gucken. Ah, sehr gut. Nein, der Bär ist respawned. Das ging ja schnell. Okay, dann versuche ich mal einfach an ihm vorbeizulaufen. Leider sind die Bäume nicht respawned. So, hier geht's nach oben.
Womöglich gibt es hier gleich noch ein Honig. Die Schatzrichtung ist auch auf jeden Fall richtig und hier. Oh, ich habe natürlich jetzt mein Wasser nicht aufgefüllt. Zack. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Sehr schön. Und noch einer. Ein paar Honigwaben und hier ist noch so ein Bienenschwarm. Au. Hab ihn. So, der Stille nach habe ich alle Bienen eingefangen. Ah, hier ist eine. Na? Und einmal Birkensamen. Perfekt. Und auch gleich die neue Axt. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie sie ausgesehen hat. Ich gucke nochmal hier zur Sicherheit. Nee. Oh, und das Licht wird schon wieder weniger. Das ist natürlich nicht so gut. Ich bin zu weit weg. Hab sie. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr Beeren. Okay, hier erstmal nur zum Wasser. Das ist jetzt quasi links rum. Und da ist noch mal, sind es noch mal so kleine Tannen. Ah, jetzt wird es schon wieder dunkel. Aber die kann ich noch mitnehmen. Keine Baumsamen. Ja, jetzt ist natürlich schon wieder ein bisschen dunkel, um hier Sachen einzusammeln. Oh, sehr schön. Pinienzapfen. Das wollte ich. Das ist doch mal sehr gut. Hier, ich könnte mal meinen Fisch-Eintopf essen. Dann ist hier auch ein Platz mehr. So richtig ins Wasser will ich jetzt nicht, weil nachts und so. Nur für den Fall, dass es hier Pufferfische gibt. Laufe ich mal hier unten noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich muss weiter nach oben. Ja. Sehr kahl hier, sehr kahl hier. Also wenn es so hell bleibt, da sind noch mehr Bienen auf jeden Fall. Mindestens zwei Schwärme. Aber womöglich auch noch mal ein Bär. So, den ersten habe ich. Da ist noch so eine kleine Birke. Hier, die sieht doch... Jawohl. Die sieht gut aus. Gleich bin ich durstig, aber ich habe 55 Wassermelonen dabei. Nachts Bienen auf Bienen fangen. So, noch ein bisschen Honigwaben.
Gut, dass die leuchten. Im Dunkeln würde ich die niemals finden sonst. Was ist denn hier sonst noch so? Eine Kiste. Ja, 24 Bienengläser habe ich eingesammelt. Das mal ganz ordentlich. Da sollte noch eine Kiste reinpassen. Was ist das hier? Gemüsesuppe. Das kann ich, glaube ich, schon. Ein Scharnier, ein bisschen Eisen, ein Bolzen. Immer gern genommen. Aber ich glaube, viel mehr ist es tatsächlich nicht. Und hier ist so ein Dingens. Wasser sieht auch relativ tot aus, sag ich mal. Aber es ist doch immer wieder schön. Und ein Glück, dass es ein bisschen Mondlicht gibt. Dann bringe ich die gefundenen Sachen mal zurück. Schauen wir mal, ob es noch irgendwas gibt, wo ich vielleicht nochmal vorbei muss. Aber eigentlich... Da oben war ich auch schon, da bin ich runtergesprungen. Und der Bär. Vielleicht packe ich mal meine beiden Speere nebeneinander. Ich könnte schwimmen. Ich kann es mir aussuchen. Entweder Bär oder Hai. Oder ich schleiche mich an dem Bär vorbei. Habe ich noch Platz? Ich könnte ihn noch einpacken. Na du? Ich gucke hier oben nochmal. Habe ich noch irgendwas übersehen? Nee. Also bestimmt wird irgendjemand hinterher sagen, hier hast du noch einen Baum übersehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Da ist der Bär. Hihihi. Ja. Er war doch schneller als gedacht. Geschafft. Der Platz hier ist gut. Da kann man ein bisschen ausweichen. So, Ledervorräte aufgestockt. Das hat auch geklappt. So, dann packe ich einmal nochmal 4 Leder. Nochmal 2 Schnitzel. So, Bienenkram kommt. 15. Das ist super, weil... Ich mache das hier mal raus. Mal für 2 Gläser Honig tatsächlich 6 Bienenwaben braucht. Der gammelige Schuh kann hier auch raus. Halt. Und natürlich müssen eigentlich... Kann ich die hier noch einfüllen? In meinen großen Tank? Ja, der ist eigentlich... Der ist eigentlich voll. Das ist Verschwendung. Auf Caravan Island habe ich ziemlich viel von dem Zeug eingesammelt. Na, jetzt ist hier auch voll. Prima. So, eins nach dem anderen. Hier passt noch was rein. Bolzen passt hier rein. Eisen passt rein. Holz kann ich im Prinzip in der Tasche behalten, weil ich auch gleich nochmal weiter bauen will. Aber ich muss erstmal, glaube ich, was trinken. Und ich habe vergessen, den Schatz auszubuddeln. Ach, das muss ich natürlich auch gleich noch machen. Ach, und die Möwe nervt. Warum? Was? Wieso? Wo kommst du hier rein? Muss ich hier echt Holzwände hinbauen? Sie hat alles weggefressen. Wow. 2 Wassermelonen und 2 Rüben. Das ist echt so ein bisschen? Frage ich mich doch. Meinen Hammer habe ich gerade nicht dabei, sonst würde ich vielleicht gleich nochmal
hier anfangen, die Wände zu ersetzen. Aber ich glaube, ich muss erstmal. Also hier komme ich jetzt auch nicht mehr hoch. Und ich habe kein Wasser mehr. Ich nehme die Eier gleich mal mit, weil ich gerade hier bin. Oh, nein, nicht das Huhn. Das Ei, nicht das Huhn. Und ich höre schon wieder die Möwe. Das ist doch echt, ich verstehe es gar nicht, warum die jetzt gerade so einen Run hat. Wo ist mein Hammer? Mein Hammer. Hier. Halt. Das hat da nichts drin verloren, aber ich könnte den Kescher hier reinpacken. Ich trage jetzt die ganze Zeit diesen Honig mit mir rum, weil ich nicht weiß, wohin damit. So, 1, 2, 3, 4, 5. Also dieses von Hand gießen ist kein Erfolgsrezept. Das dauert ja ewig. Und so viel Wasser kann ich auch gar nicht machen. Aber im Moment geht es nicht anders. Drei. Gut. Okay, ich habe den Hammer dabei. Ich habe ein bisschen Holz dabei. Ich fange mal hier damit an. Hier könnte man auch noch ein... hier könnte man noch ein... das Ganze noch eins breiter machen. Das geht vermutlich nur, wenn ich da noch einen Pfosten hin mache. Jetzt ist es Tag und ich muss aber trotzdem noch mal kurz... halt. So. Wieso kann ich hier gar nichts ansetzen? Einmal Holzboden, bitteschön. Muss ich doch erst so ein Ding hier hinbauen? Also zum Beispiel, hier habe ich wieder keine Nägel dafür. Okay. Daran soll es nicht scheitern. Also nehmen wir mal an, ich würde... hier so ein Ding. Könnte ich dann hier oben? Ja. Hier aber auch nicht. Das heißt, ich müsste hier noch eins hinsetzen. So. Dann machen wir gleich das ganze Gewächshaus eins größer. Also ich glaube nicht, dass dieses Floß am Ende schön sein wird, aber es wird auf jeden Fall groß sein. So viel ist schon mal sicher. So. Ach. Kann ich den gleich mal weg, dann kann ich hier nämlich rauslaufen. Und jetzt werde ich ausschließlich mit Holzwänden arbeiten. Alles andere hat sich nicht bewährt und schon ist mein Holz wieder alle. Moment. Da gab es doch noch mehr. Halt, wie komme ich hoch hier? Müsste es vielleicht ein bisschen mehr so bauen, dass man hier leichter laufen kann, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Das ist die Frage, trägt das so? Ja, aber wahrscheinlich nur, weil hier noch diese Wände sind. Das muss ich gleich mal testen. Nicht, dass es dann zusammenbricht, wenn ich hier versuche, die Decke zu setzen. Also das sollte gehen, genau. Hey, verschwinde. Und das geht natürlich nicht. Dann mache ich hier nochmal so eine Säule rein. Und dafür reicht es jetzt nicht mehr.
Oh, ich hab der. Oh. Ich habe hier was eingerissen. Das ist ja ungünstig. Moment, ich brauche mehr Eisen. Das mache ich jetzt noch. In der Hoffnung, dass ich dann ein für alle Mal diese Möwe los bin oder zumindest seltener höre. So, Moment. Hier wollte ich gern noch einen hinstellen. So. Schnell wieder was unter die Palme. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt könnte diese Wand noch weg. Könnte man natürlich auch vergrößern, aber da steht eh dieses Ding. Ich baue einfach eine neue. Die Tür muss auch weg. Jetzt sollte ich, glaube ich, erst bauen, bevor ich weiter einreiße. Hier brauche ich eine Tür. Und jetzt habe ich hier noch eins zu viel. So, und spätestens jetzt werden wir wissen, ob das Problem auch auftritt, wenn hier das Gewächshaus aus Holz ist. Ach nee. Ich habe ja hier noch mehr. Okay. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch wirklich zubauen. Halt. Habe ich noch Holz? Bisschen. Könnte man natürlich auch einfach gleich eins größer bauen. Warum eigentlich nicht? Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Nicht, dass ich das bräuchte, aber ich muss hier eigentlich eh nicht entlang gehen, oder? Probieren wir mal. Achso, dann ist hier der Zaun. Hier machen wir mal, machen wir hier mal zu. So. Geht da mal weg. Ich will nicht, dass ihr hier rüberkommt. Das ist nicht der Plan. Ist hier alles zu? Hier ist alles zu. Du sollst hier bleiben. Ich mache hier alles auf einmal. So, jetzt ist aber alles aus Holz und wir werden sehen, ob das so funktioniert. Einmal Wasser habe ich noch. Jetzt muss ich noch mal eine kleine Wassermarschrunde machen. Oh. Und einen Schluck davon muss ich auf jeden Fall gleich selber trinken. Einmal Wasser, zweimal, dreimal. Es geht eigentlich. Also vor allem, weil es jetzt mehr Weidefläche ist. Das hat den Vorteil, dass es nicht so schnell runtergefressen ist. Sind doch einfach ein Haufen hungrige Mäuler zu stopfen. Aber sie produzieren auch fleißig. Es hat nicht funktioniert, kann man dazu nur sagen. Es hat nicht funktioniert. Wie zum Henker? Kommst du hier? Ja, guck mal. Du kannst hier reingucken, das ist schön. Das ist doch schön. Vielleicht. Oh. So war's gedacht. Oh nein, ich habe das Vogelnest eingerissen versehentlich, als ich vorher irgendwas. Ja, das war ein bisschen ungünstig. Aber naja. Ich bin mir sicher, ich kann noch mal ein neues bauen bei Gelegenheit. Vielleicht ist das der Grund, warum die Möwe so hungrig ist. Vielleicht ist sie einfach verärgert, weil sie kein Plätzchen hat. Das könnte natürlich sein. So, und hier können wir doch jetzt eigentlich mal so eine Birke anpflanzen. Ich habe leider nur noch ein Schlückchen Wasser.
Also nochmal selbe Runde. Und jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Aber das war jetzt einfach wichtig. Halt, ich muss nochmal, die Banane braucht noch Wasser. So. Wie sieht's bei euch aus? Alles gut soweit. So, ich bin hungrig. Aber ich habe noch Obstsalat. Das haue ich jetzt mal so weg. Und den Rest mache ich mit Wassermelonen voll. Und dann packe ich hier mal diese Samen auch mit rein. Hier, Gemüsesuppe kann weg. Die wollte ich nicht sammeln. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, die Bananen hier rein. Und weil ich, glaube ich, da drüben keinen Platz mehr dafür habe. Ach, und das packe ich jetzt hier auch mal kurz rein. Mit das los. Jetzt habe ich zu viele Tasten gedrückt. Okay, eine Höhle gab es nicht, aber es gab noch einen Schatz und zwischen uns und dem Schatz stand der Bär. Bär Nummer 3. Komm, lass es uns hinter uns bringen, dann ist es erledigt. Hallo? Jawohl. Platz aus. Na? Oh, das war jetzt knapp. Ich glaube, mit dem Schlag hätte er mich doch glatt erwischt. So, jetzt können wir mal nochmal ein bisschen nach oben vielleicht. Oh, ich bin schon fast da. Na, irgendwo hier muss er sein. Nein, falsche Richtung. Ich hätte mir auch eine Stirnlampe mitnehmen können. Zwei. Hier ist er. So, wo ist meine Schaufel? Tiki-Teil. Ui, was ist denn ein Tiki-Teil? Sehr schön. Scheinbar ein Sammlerstück. Aber hier ist noch mehr. Ich gehe... Achso, wenn ich zurückgehe, kriege ich wieder einen Bären. Ja, den kriege ich so wahrscheinlich auch. Ich gehe mir mal eine Stirnlampe holen, damit ihr was seht. Ich glaube nämlich, ich habe noch eine. Wo ist eigentlich der Hai? Ja, fragen wir nicht so genau. Stirnlampe, hier. Außerdem nochmal ein Bärenkopf. Ein Tiki-Teil. Was können wir denn mit dem Tiki-Teil? Das ist doch bestimmt irgendwie Deko. Genau. Die würde sich doch gut neben dem Klavier machen. Ach nee, die muss man hinstellen. Kann ich die aufs Klavier stellen? Nee. Das ist so der Gerümpeltisch. Das sieht schon echt schade aus. Leute, ich könnte die zu euch stellen, aber vielleicht hier. So als Deko. Oder hier oben. Ich stelle die mal hier oben auf. Immer schön den Blick nach vorn. Prima. Ganz schön bunt. Ja, ich denke mal, ich gehe nächstes Mal nochmal eine Runde Schatz suchen. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mir ein neues Nest zu bauen, damit auch die Möwe einen Platz auf dem Floß hat. Ist ja gemein sonst. Wie ging denn das nochmal? Eine Ablage könnte ich auch mal bauen. Ach nee, Kunststoff. Ne, nichts mit Kunststoff.
Ja, wo ist das Nest? Hier ist das Nest. Eine Riesenmuschel und eine Planke. Oh, Muscheln habe ich genug, mehr als genug. Mache ich doch gleich mal zwei. Planken habe ich auch. Eins, zwei. Die tragen wir noch schnell nach oben. Dann ist das auch erledigt. So. Hier habt ihr so ganz ruhiges Plätzchen. Zwei Stück. Ist das auch erledigt? Ja, also die Stelle ist ein bisschen dünn. Da muss ich ein bisschen mehr machen, glaube ich. Immer noch mal schnell gießen. Na, und kein Wasser mehr. Was soll's? Gut. Dann würde ich doch mal sagen, an dieser Stelle machen wir das nächste Mal weiter und holen uns den nächsten Schatz. Es muss ja noch einer da sein. Kurz tauchen vielleicht noch und dann geht's direkt weiter dran, dieses Floß nicht schöner zu machen, aber größer. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis dahin, tschüss!